Liebe Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Fußballvideo von mir. Heute und morgen wird wieder Champions League gespielt, und zwar der zweite Spieltag, der zweite von sechs Gruppenspieltagen. Der Champions League 2023-2024 steht an. Und ich habe es auch wieder hier für euch vorbereitet, hier wieder das Blatt für die Gruppenphase. Die Termine sind eingetragen und auch die Spielpaarungen. Und wir fangen sofort an in der Gruppe A, und zwar Manchester United trifft auf Galatasaray und Kopenhagen auf den FC Bayern. Das alles heute, genauso wie die anderen Spiele von Gruppe B bis D. Die unteren Gruppen spielen morgen. Dann in Gruppe B, Lens gegen Arsenal und Eindhoven gegen Sevilla. Gruppe C, Union gegen Braga. Ich denke mal, da wird Union sicherlich Favorit sein. Und Neapel gegen Real Madrid, und das ist so ein bisschen ein Kracher. Gruppe D, Salzburg gegen Sociedad und Inter gegen Lissabon. Dann müssen wir ein bisschen nach unten schwenken. Gruppe E, Atletico Madrid gegen Rotterdam und Glasgow gegen Lazio Rom. Gruppe F, die Todesgruppe hier, Dortmund gegen AC Mailand. Nach der Niederlage gegen Paris ist die zweitkrasseste Mannschaft vor sich. Newcastle spielt gegen PSG. Gruppe G haben wir Leipzig gegen Man City, das Top-Duell, und Belgrad gegen Young Boys, also so die beiden Außenseiter und die beiden Gruppenfavoriten jeweils gegeneinander. Und last but not least, Gruppe H, Antwerpen trifft auf Shakhtar Donetsk und Porto gegen Barcelona. Wie gesagt, die Termine heute Gruppe A bis D und morgen Gruppe E bis H. Gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr von den Spielen haltet. Und Freitagabend gibt es dann die Ergebnisse der Champions League und natürlich dann auch am Freitag, und na, wie gewohnt, die Bundesliga-Prognose zum mittlerweile 7. Spieltag schon. Und wir hören uns jetzt gleich noch bei dem großen Minecraft-Spezial so ab 11:30 Uhr wieder. Bis dahin.